Hey Trax, was ist los? Keinen flotten Spruch am Schnabel heute Morgen? Bin sauer! Ganz sauer! Und warum sauer, mein schwarzer gefiederter Freund? Ich durfte am Montag nicht das letzte Wort haben! Oh Gott, Trax, wie konnte ich das vergessen? Puh, kannst du mir noch einmal verzeihen? Schaut sehr beleidigt aus, der arme Kerl. Dabei habe ich jetzt noch eine ganz schlechte Nachricht auch noch. Was? Ja, nun, Trax, schau mal dieses Schild, das jetzt soeben im Video eingeblendet wird. Und dieses Schild hat für dich jetzt keine guten Folgen. Heute für unseren Sachunterrichtsbeitrag möchte ich nämlich in ein Geschäft filmen gehen. Und da dürfen keine Tiere hinein. Ich auch nicht! Ja, sagst du, kannst nicht abstreiten, dass Raben Tiere sind. Denn Vögel sind nun mal Tiere. Das wissen mittlerweile sogar schon alle unsere Kinder. Und wenn ich eine Maske aufsetze? Das nützt nichts, Trax. Du bleibst mit und ohne Maske ein Vogel. Ein schräger Vogel zwar, aber trotzdem. Und er schmollt schon wieder. Was tue ich mit diesem schmollenden Raben? Wisst ihr was? Ich lasse ihn einfach da mal jetzt sitzen, lass ihn weiter schmollen und gehe derweil filmen für euch, für den Sachunterrichtsbeitrag. Ja, heute Mittwoch wollen wir gleich mit Mathematik beginnen. Im Traxbuch auf Seite 110. Hier steht ein Wort, das für dich sicher noch neu ist. Hier steht Gleichungen. Da steckt ein Wörtchen drinnen, nämlich das Wort gleich. Und das gleich bedeutet, dieses ist Gleichzeichen. Und hier sehen wir es auf dem Bild links. Der Bub hat einen Turm gebaut. Du siehst schon, die dicken Striche bedeuten immer 5. Eine kleine Hilfe für dich. Das heißt, wie hoch ist dieser Turm? 5 plus 5 ist 10, plus 4 sind 14. Steht auch schon da. Der Bub hat auf der anderen Seite wie viele Bausteine schon liegen? Richtig, 5 plus 4 ist 9. Wie viele muss er dazugeben, dass er 14 bekommt? Du siehst es ja auch genau, wenn du hinschaust, er gibt 5 dazu. Beim Mädchen, das Mädchen möchte auch gleich hohe Türme haben, aber jetzt ist der zu hoch, also muss sie etwas wegnehmen. Wie viel von den 14 vorhandenen muss sie wie viele wegnehmen? Das ist nur mehr 18, richtig 6. Um euch das Ganze besser zeigen zu können, gehen wir jetzt lieber doch an die Tafel. Wir sind also im Traxbuch jetzt bei der Nummer 2 und da stehen die Rechnungen. Die erste Rechnung steht im Buch schon ausgerechnet, wir wollen sie trotzdem nachvollziehen. Und zwar, der linke Turm hat 8, der rechte hat schon 12. Wir wollen, dass sie gleich hoch werden. Wie viele müssen wir dazugeben, dass die Türme gleich hoch sind? Die 4, die hier schon stehen. Die nächste Rechnung hat links einen Turm mit 7 und rechts einen Turm wieder mit 12. Wie viele muss ich dazugeben? Wir machen das gleich. 3 bis zum 10er und noch 2 über den 10er hinaus und das sind zusammen 5. Bitte wieder unten die Ergebniszahlen durchstreichen als Kontrolle für dich. Die nächste Rechnung sieht links einen Turm mit 6
Steinen, rechts wieder einen mit 12. Wie viele muss ich dazugeben? Wir ergänzen. Von 6 bis 10 sind es 4 und noch 2 dazu, das sind zusammen, ganz richtig, 6. Wieder die Ergebniszahl durchstreichen. Der nächste Turm mit 5 soll jetzt auch genauso hoch werden wie der rechte mit 12. Also wie viel muss ich dazugeben? 5 bis zum 10er. Und noch 2 über den 10er, dass es 12 sind. Und das sind zusammen 7. Ergebnis wieder durchstreichen. Und eine Zahl bleibt wie jedes Mal über. Kommen wir zur nächsten Kolonne. Das ist die zweite. Wir haben links 4. Und du merkst, ich habe hier schon kleine Hilfslinien eingezeichnet. Alle 5 Steine eine Hilfslinie. Links sind es 4. Rechts sind es 11. Wie viele müssen wir dazulegen? Einen bis zum 5er und dann natürlich noch 5 bis zum 10er. Wir haben daher jetzt hier 6 bis zum 10er und noch einen dazu. Wie viel haben wir dazugegeben? Es sind 7. Bitte wieder durchstreichen unten. Puh, ganz schön hoch dieser nächste Turm. 17. Schau mal, ob es stimmt. 5, 10, 15 plus 2 sind natürlich 17. Links aber nur 9. Wie viele fehlen? Wir ergänzen. Und wie viele kamen dazu? 5 plus 2 plus 1, also 5 plus 3, 8 sind dazugekommen. Das bitte wieder eintragen und unten das Ergebnis durchstreichen. Die nächste Rechnung. Links ein Turm mit 5, rechts einer mit 14. Sicherheitshalber nachprüfen. 5, 10 plus 4, stimmt, sind 14. Wie viele müssen dazu? Wir ergänzen. Wie viele sind denn das, die jetzt dazugekommen sind? 5 plus 4 sind 9. Bitte die 9 wieder durchstreichen. Unsere letzte Rechnung, die wir gemeinsam machen, die anderen wirst du dann schon alleine schaffen. Der linke Turm hat 2, der rechte 10. Und ich brauche aus dem Hintergrund bitte ganz schnell vom Trax wieder einen ganz tollen Zauberspruch und dann schauen wir mal, ob wie durch Zauberhand die Blättchen sich ergänzen. Abracadabra, Traxi ist schon wieder da! Hey, Trax, das hat gewirkt und es stimmt sogar. Die Türme sind gleich hoch. Kinder, wie viel hat der Trax da jetzt dazu gezaubert? Wie viele blaue? Richtig, 5 plus 3, das sind 8. Und wir streichen das Ergebnis ja dadurch und der 6er bleibt über. Das war's auch schon heute Mittwoch von Mathematik und freue dich jetzt auf die auf eine Fortsetzung vom Buchstabenfresser. Ja, Trax, unsere Geschichte vom Buchstabenfresser ist ja schon ganz schön weit gekommen, oder? Jawohl! Könnte sein, dass sie heute fertig ist? Schade! Naja, aber vielleicht gibt's dann nachher eine neue Fortsetzungsgeschichte. Juhu! Vergiss nicht, Trax, zuerst müssen wir diese fertig erzählen. Aber zuerst sollten wir, da hast du recht, Trax, die Kinder fragen, ob sie sich gemerkt haben, was bisher passiert ist. Also, in der letzten Vorlesefolge, was hat der Herr Dilda auf den Boden gemalt? Hm?
Trax! Was hat das Kind gerade gesagt? Einen Ball! Das habe ich auch so verstanden. Hat das Kind recht oder nicht, Trax? Das weißt du jetzt nicht, das ist klar. Ich sag dir mal, es hat nicht ganz Unrecht, denn ein Ball sieht ja ein bisschen aus wie ein... Da habe ich es jetzt richtig gehört, wie ein Kreis. Und welchen Buchstaben, Kinder, hat der Buchstabenfresser von dem Kreis weggefressen zuerst? Also wenn er das S gefressen hätte, dann wäre es ein Krei. Kennst du ein Krei? Nein, aber ich habe es da schon richtig gehört. Das K war plötzlich weg und was ist dort gelegen? Richtig, Reis. Hat Mama den Reis dann sofort fürs Mittagessen verkocht? Na Gott sei Dank nicht. Ja, genau. Denn der ist liegen geblieben in der nächsten Nacht. Und was hat der Buchstabenfresser dann weggefressen? Trax, hast du es auch gehört? Jawohl! Das R! Super, Kinder und Trax. Und was ist dann noch dort gelegen, logischerweise? Ja, aber nicht so eines, sondern Eiswürfel. Das sind die kleinen Dinge, die man in die Getränke reingeben kann, damit sie kühl sind. Und dann, wie Herr Dilles sich gewünscht hat, hat der Buchstabenfresser tatsächlich das S weggefressen. Und es lag dann am nächsten Morgen in der Früh ein hellblaues Ei mit kleinen Buchstaben drauf in der Küche. Und so geht's jetzt weiter. Herr Dill legte erst den Zeigefinger an die Lippen, damit alle ruhig wurden, dann das Ohr an die Eierschale und lauschte lange. Dann lächelte er. »Er sitzt drinnen«, sagte er. »Ich habe es rascheln hören.« »Darf ich auch mal?«, fragte Claudia. Sie lauschte und flüsterte. »Genau so hat es sich angehört, als es bei uns im Keller lag.« »Dann schnell weg mit dem Ei, bevor wieder die Schale platzt«, befahl Herr Dill. »Was machen wir nur damit?«, fragte Papa. Herr Dill sagte, »Ich schlage vor, wir laden das Ei ganz, ganz vorsichtig in ihr Auto und schaffen es ganz, ganz weit weg. Irgendwohin, wo keine Leute wohnen.« »Einverstanden«, sagte Papa und trug das Ei zusammen mit Herrn Dill ganz, ganz vorsichtig die Treppe hinunter. Herr Dill stieg ins Auto und nahm das Ei auf den Schoß. Papa setzte sich ans Steuer und dann fuhren sie los. Spät am Nachmittag kam Papa zurück. »Wo habt ihr das Ei hingebracht?«, fragte Mama. »Tief in einen Wald«, erzählte Papa. »Das letzte Stück mussten wir zu Fuß gehen, weil es da keine Straße mehr gab. Dort liegt es jetzt und kein Mensch wird es je entdecken.« »Hoffentlich habt ihr es vorsichtig hingelegt und die Schale nicht zerbrochen«, sagte Claudia. »Sonst wird es vielleicht bald in diesem Wald eine Schule geben.« »Macht dir keine Sorgen«, beruhigte Papa sie. »Wir haben ganz arg aufgepasst.« »Aber so arg schienen Papa und Herr Dill doch nicht aufgepasst zu haben.« Denn eine Woche später las Mama beim Frühstück aus der Zeitung eine Meldung vor. »Merkwürdige Ereignisse im Staatsforst. Wie ein Förster gestern der Behörde mitteilte, sollen sich in einem dichten Waldstück nahe Birkenfeld seltsame Dinge abspielen. Wenn man dem Förster glauben darf, sind über Nacht
sämtliche Buchen aus dem Wald verschwunden. Wo früher die Bäume standen, fanden sich jetzt tausende von Kuchen. Aus einem anderen Teil des Waldes verschwanden alle Tannen. Stattdessen steht jetzt dort eine große Anzahl von Wannen. Tannen? Fragte Papa, der sich gerade unter seinem Lieblingsbaum eine Tasse Milchkaffee einschenkte. Ich hätte wetten mögen, dass es Fichten waren. Ich bin gespannt, wann die ersten Elche auftauchen, sagte Claudia. Wieso Elche? Fragte Papa. Weil es im Wald bestimmt auch eine Eiche gibt, erklärte ihm Mama, die gleich begriff, was Claudia gemeint hatte. Er muss nur das I mit dem L vertauschen. Ihr habt recht. Dann werden die Elche bestimmt die Kuchen fressen und in den Wannen baden. Elche lieben das Wasser und Kuchen, sagte Papa. Wo ist übrigens der Rest des Erdbeerkuchens von gestern? Der steht, glaube ich, dort hinter der Tanne, sagte Claudia. Hinter der Fichte, wollte Papa eigentlich verbessern. Doch dann ließ er es sein. Hey, weiterlesen! Nein, Trax, die Geschichte ist aus und fertig. Der Buchstabenfresser, ein Buch von Paul Mahr mit tollen Zeichnungen von Manfred Bofinger. Ich hoffe, die Geschichte hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall! Mit zwei Bällen zu zweit kann man auch ganz viel machen. Zum Beispiel einen Ball hochwerfen. Und dann den Ball des Partners fangen. Oder auch nicht. Zu zweit mit zwei Bällen kann man auch ganz viel machen. Nun müsst ihr euch einig sein. Zu zweit mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Zu zweit mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Während der Ball vom Partner zugeworfen wird, wird der eigene Ball hochgeworfen und dann wieder gefangen. Natürlich muss man auch den Ball des Partners zurückwerfen. Etwas schwieriger wird das, wenn das Gegengleich passiert. Er hat gefallen. Anspruchsvoller wird's jetzt. Hier wird beidseitig geworfen. Anspruchsvoller wird das, wenn beide das so machen müssen, nämlich hochwerfen und fangen. Du musst den Ball wieder hochwerfen. Okay, einmal. Aber Trax, du darfst wenigstens die Einleitung für unseren Sachunterrichtsfilm machen. Du darfst jetzt den Kindern erklären, was sie eigentlich tun sollen. Na gut. Also Kinder, der Richard hat euren Eltern ein Arbeitsblatt geschickt. Mit WhatsApp. So wie immer. Dieses Blatt musst du dir jetzt nehmen und beim Film gut zuschauen. Du sollst nämlich
bei jedem Ding, das Richard filmt, etwas auf diesem Blatt dazu ankreuzen. Hast du's verstanden? Den Rest lasse ich jetzt mal doch den Richard erklären. Arbeitsblatt liegt schon vor dir hoffentlich. Und da gibt es eine Tabelle. Tabelle bedeutet, es gibt Spalten. Haben wir schon in Mathematik mal gehabt. In der ersten Spalte findest du den Namen von den Dingen, die ich filme. Daneben ein Bild, damit es leichter wird. Ich hab's dir schon in der Reihenfolge zusammengestellt, von oben nach unten, wie die Dinge auf dem Film auftauchen. Und dann hast du Spalten. Da sollst du dann nur mehr ankreuzen. Ist es Obst oder Gemüse? Schmeckt es süß oder sauer? Glaubst du, wächst es unter der Erde oder ober der Erde? Diese Dinge sollst du ankreuzen. Du darfst natürlich auch deine Eltern fragen oder sonst wo nachschauen. Ja, also wie ihr schon gehört habt, unsere heutige Sachunterrichtseinheit führt uns in den Supermarkt, denn wir wollen Obst und Gemüse etwas unter die Lupe nehmen. Ja, Kinder, wie ihr schon gehört habt, heute interessiert uns Obst und Gemüse. Unsere Aufgabe ist, also eure Aufgabe ist, jetzt zu den jeweiligen Dingen euch etwas zu überlegen und auf dem Arbeitsblatt, das ihr bekommen habt, einzutragen. Ich sage euch schon fairerweise, was ihr hier seht. Das hier nennt man Spargel. Ob das Obst oder Gemüse ist, müsst ihr jetzt selbst entscheiden. Ebenso bei den Tomaten oder Radieschen, Paprika und Miam Miam, die Lieblingsspeise aller Hasen. Was mag das wohl sein? Weiter geht's mit, ich weiß, das wisst ihr, da brauche ich nichts dazu sagen und auch dazu nicht. Aber was ist jetzt das wiederum? Ah, Neuseeland, Kiwis. Weiter geht's zu den Beeren. Leider alles ein bisschen viel in Plastik verpackt. Erdbeeren. Himbeeren. Heidelbeeren. Brombeeren. Eisbeeren. Hallo, kein Protest von euch gegen die Eisbären. Was sind denn jetzt wieder Eisbären? Das essen viele Kinder gerne, nämlich Wassermelonen. Und weiter geht's zu Steinfrüchten. Und zwar, das sind die mit der glatten Haut. Wisst ihr auch, wie sie heißen? Wer genau lesen kann, sieht's hier. Hier haben wir ein wunderschön großes Salathäuptl. Und hier um die Ecke geht's zu den Mandarinen. Wer von euch erkennt das jetzt sofort? Und nicht so, wie es dann im Kompott aussieht. Im Kompott sind es kleine gelbe Stücke. In der Originalform sieht es so aus und es sind... Natürlich, ich habe es schon gehört, es sind Ananas, Birnen und Äpfel in verschiedenster Form und Farbe schmecken hoffentlich jedem von euch gut. Weintrauben in grün oder auch, man nennt sie lustigerweise weiße Trauben und rote oder blaue Trauben. Blau, blau mit einem Kern drinnen, süßes Fleisch, man nennt sie Pflaumen und es gibt natürlich das Ganze auch als Zwetschgen, da habe ich die momentan hier nicht entdeckt und gleich daneben die Kontrastfarbe von lila auf gelb und gelb sind die ganz beliebten Affenkipferl.
was ihr wisst nicht, was ein Affenkipferl ist, dann schaut mal genau hin. Es ist eine Banane. Auch die Gurken gibt's größer und kleiner. Erdäpfeln sind eigentlich Kraut, Kaffiol oder Kohl, Obst oder Gemüse, Bohnen, Zwiebeln und Knoblauch sind aus der Küche auch fast nicht mehr wegzudenken, wenn es ein schmackhaftes Essen gibt. Und wie hat dir der Film gefallen vom Sachunterricht? Er hatte nur einen Fehler. Oh, Trax, der Filmregisseur? Was war denn der Fehler, Trax? Ich bin nicht vorgekommen. Trax, ich hab dir das doch schon am Beginn unserer heutigen Show erklärt. Hast du das wirklich nicht verstanden? Wollte nicht verstehen. Ja, mein schwarzer Freund, da kann ich jetzt dann nichts dagegen machen. Das musst du so zur Kenntnis nehmen. Wenn der Supermarkt sagt, dass keine Tiere rein dürfen, dann müssen wir uns dran halten. Ich habe ja auch eine Maske aufsetzen müssen, als ich reinging, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Und jetzt, Trax, verabschiede die Kinder bitte ordentlich, lieb und nett bis Freitag. Du darfst heute das letzte Wort natürlich wieder sprechen. Okay. Das war deine Verabschiedung? Nein, natürlich nicht. Okay, Trax, und wie ist die Verabschiedung? So wie immer. Tschüss. Ich denk's mir nur, ich sag's nicht laut. Er könnte sich auch mal was anderes einfallen lassen. Ich hab's gehört.